Hallo, ihr wunderschönen Menschen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich wollte schon sagen Pokémon. Oh Gott. Es fängt gut an. Fire Emblem Free drei Weg, wie auch immer. Heute in Chapter 25, nachdem wir letzte Woche nachdem wir letzte Woche das Kurzchapter für mich gespielt haben, spielen wir diese Woche das schlimmste Chapter für mich. Ich hasse dieses Chapter so sehr. Zum Glück haben wir die schönere Version. Ich komme legit frisch aus Heidelberg. Ich wohne ja in Jena. Ich habe dort gearbeitet. Ich bin heute um 6 aufgestanden. Habe einen 10 Stunden Arbeitstag hinter mir. Und bin jetzt 6 Stunden von Heidelberg nach Jena mit dem ICE gefahren. Im Stehen. Es ist 23.20 Uhr. Ich bin seit 18 Stunden ungefähr wach. Fast. Bis wir durch sind, sind es 18 Stunden. Es gibt nichts Besseres, als jetzt Fire Emblem aufzunehmen. Aber auch der Grund, warum es Samstag kommt, weil es ist eben Donnerstagnacht. Ich schaffe das Freitag nicht, das hochzuladen, weil ich Uni habe nebenbei noch. Deshalb der erste Part, der am Samstag kommt. Tut mir leid. Ganz kurz daneben. Fakt. Was für eine erbärmliche Strecke war das, bitte, die ich mit dem ICE gefahren bin. Warum bin ich ICE gefahren? Legit. Ich verstehe es nicht. Man hätte mich auch in eine S-Bahn stecken können oder in einen Deutschen Bahn Express und ich wäre genauso schnell da gewesen. Und egal. Wir spielen Pale Flower of Darkness. Ich habe keinen Plan, was Marcel gemacht hat. Geil, aber weiß ich. Den Part habe ich geguckt. Primär, um zu wissen, ob er den Aphis Drop vergeben hat. Hat er an Fiora. Deshalb Ziel heute, Fiora ein bisschen trainieren, wenn sie noch lebt. Ist jetzt natürlich die Sache. Theoretisch haben wir auch 2 Units mehr mit Luise und Pent. Gucken wir mal, was Marcel da gemacht hat und gucken wir mal, was für Einheiten wir haben. Also, erstmal wie immer alles raus hier. Zane wurde immer noch nicht promoted, Alter. WTF. Das gehen wir, glaube ich, mal an. Interessant, dass du den hast. Ja, nichts Besonderes. Fiora wurde trainiert, aber nicht viel, oder? Geht. Fiora hat auf jeden Fall den Aphis Drop bekommen. Was so viel bedeutet wie ihre Growths. Also jede Unit hat natürlich eigene Growths. Also eigene Werte, also eigene prozentuale Werte. Wie hoch die Chance ist, dass Wert XY steigt. Und mit dem Aphis Drop steigt jeder Wert um 5%. Deshalb eigentlich ganz nett. So, in diesem Chapter können wir... You know me. You know that I love Fire Emblem. Particularly Fire Emblem. Alter. Holy shit, das tut mir gerade sau leid. Vielleicht stelle ich das raus. Aber ich habe mich gerade zu Tode erschrocken. Alter, ist mir gerade mein Herz stehen geblieben. Oh Gott. Ich hatte anscheinend noch einen Tab offen, den ich komplett vergessen hatte. Oh Gott. Ach, so Schande. Puh. Ich war jetzt 4 Tage nicht am PC, logischerweise, wenn ich nicht da war. Und da habe ich wohl vergessen. Gut. Das. Oh Gott. Heieiei. Oh Gott, wenn mir nichts stirbt. Oh, hoffentlich stirbt mir nichts. Auf jeden Fall, ich möchte gerne Haken auch rekrutieren, was ein bisschen blöd ist, muss ich meinen, weil um Haken zu rekrutieren, darf er bis Runde 10 nicht mehr als 2 Level 2 Units, also Promoted Units, gekillt haben. Was tatsächlich gar nicht so geil ist. Es gibt sehr viele. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Also, wie können wir dich rekrutieren? Eliwood, Hector, Markus, Lowen, Isadora oder Oswin. Also eigentlich ganz gut. Genau. Das Gimmick dieser Karte ist übrigens kein Spaß. Also im Sinne von, man hat keinen Spaß. So, Luise und Pen sind da sehr schön. Du hast das Earthseal. Du hast auch, allgemein haben wir sehr viele Items. Ich meine, ich habe letztens gesehen bei Galva, dass der ein paar Items hatte. Gucken wir doch mal. Rein aus... Ja, da... Ach du Schande, Alter. Gucken wir uns das doch mal an. WTF. Gibt einfach... Ich meine nur, ne? An dieser Stelle. Wie zur Hölle haben wir so viele Items? Und wir benutzen die nicht mal. Fucking Iron Blade. Die Iron Swords sind nicht schlecht. Die gehen auch zur Neige. Iron Lance ist auch... Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Killer Lances. Am Arsch nutzen wir 8 Killer Lances.
Hier haben wir ein bisschen was. Das sieht ganz gut aus eigentlich. Gut, das sind Bögen. Hier haben wir auch mega viel. Nutzt halt keine Mensch von uns. Das kann man, glaube ich, auch nicht auf die Wo- also das kann man, glaube ich, auch nicht benutzen auf Lord gebundene Items, glaube ich. Hier haben wir auch mega viel. Das ignorieren wir basically. Hier haben wir noch Nosferatu. Okay. Allgemein. Hier noch die Legion Whip, die Member Card und das Ocean Seal. Warte mal, wo ist unsere Silver Card? Wer hat die? Hallo, Silver Card? Da. Florina. Alter, bist du langsam. 15, ne? Wie schnell ist Fiora? Wo ist Fiora? Fiora, Fiora. Hä? Bin ich blind? Wo ist sie denn? Die war doch gerade noch hier. Ach da. Die hat 15. Und die ist, wie viel Level niedriger? Ich glaube 7 oder 8 oder so. Hat natürlich ein bisschen weniger Stärke. Aber ist nicht das Thema. Wir wollen das heute irgendwie schaffen. Als allererstes mache ich ja mal Folgendes. Alter, yo. Was ist denn hier passiert? Holy shit. Und Luise? Okay, gut. Damit ist auch ein bisschen was passiert. Also Luise auch eine meiner absoluten Lieblingseinheiten. Ich mache jetzt als erstes Folgendes. Bevor ich überhaupt die Battle Prep anfange, kümmere ich mich ein bisschen ums Inventar. Sprich, ich verkaufe Sachen. Ich sehe gerade, wir haben nur 9400. Das ist wenig. Was ist mit dem... Was, hä? Warum hast du 3 Valneries? Warum 1, 2 und 3? Okay, du hast keins. Das ist ein Torch immer noch. Okay, interessant. Du bist Lin. Ach, du Gott, oh Gott. Also, Item-Management haben wir auf jeden Fall durchgespielt. Sind wir ehrlich. Sword Reaver Halberd. Warum hast du denn bitte schon den? Es gibt doch überhaupt keine... Egal. So, die Unit ignorieren wir irgendwie alle. Und Hawkeye benutzt anscheinend keiner. Okay, gut. Und hier haben wir auch noch WTF. Und hier ist ein Eclipse drauf. Okay, ich sehe, hier wurden Müll gelagert. Das kann man jetzt nicht wirklich Müll nennen. Okay. Ich kümmere mich jetzt, ich verkaufe erstmal Kram. So weg. Tschüss. Das bleibt. Ja. Ist mir egal, das benutzen wir eh nicht. Wir haben hier zig Bögen. Sind wir ehrlich? Wir sind ganz ehrlich. Das. Ah, Longbow können wir vielleicht nochmal behalten. So. Longbow würde ich lagern. Bin ich ehrlich? Longbow lagere ich. Aber ansonsten. Take. Du kommst eh weg. Was machst dich besonders? Shortbow. Wir haben den Killerbow. Also weg damit. Nutzt eh kein Mensch. So, das ist wahrscheinlich auch leichter. Egal. So, das ist die Elixiere. Gott, ja, ich kümmere mich einfach hier drum. Ihr seht das jetzt eben, Zeitraffer.
Also ganz kurz, ich mache jetzt gleich Battle Preps. Wo sind unsere ganzen Elixiere hin, Alter? Habe ich dich mal mega viele gekauft? Wo sind die alle hin? Haben die wieder verkauft? Ich meine, ist okay. Aber trotzdem, wo sind die alle hin? Ein paar liegen hier rum. Vielleicht habe ich auch weniger gekauft, als ich dachte. Und es ist gerade eine ziemlich krasse Fehleinschätzung, was ich auch nicht ausschließen möchte. Aber ne. Ne, ne. So. Auf jeden Fall, welche Units möchte ich mitnehmen? Wir haben so viele gute. Das ist das Problem daran. So, Erquisiten. Deins 11, 13, 15, 11, 13, 15. 11, 13, 15. 18, 21, 17. Ich glaube, das hat sich gerade sehr schnell entschieden, wen wir da mitnehmen. So, nimm dir mal. Ja, komm, hier, gönn dir. Physik hast du auch noch. Wir haben halt wirklich null Healing geführt. Oh. Ich weiß, also wir haben halt irgendwie hier Heals und so, aber sonst. Okay, boah, also das ist halt schon echt nicht so geil, ne? Also. Boah, nee, ich weiß ja nicht. Halt natürlich mehr Death, klar, aber. Ah, Leute, du hast auch Con bekommen. Wirst du dann noch geslowt durch die Iron Lance überhaupt? 7. Ja, tatsächlich wirst du durch die noch geslowt. Um 1. Also bist du bei 14. Und 14 ist der perfekte Speedwert. Für die, die es nicht wissen. Mit 14 kann man in FE7 alles doppeln. Bis auf ein paar Bosse, glaube ich. So war das irgendwie. Aber wir haben immer noch so unheimlich viele Items. Das ist unglaublich. So, komm, hier. Machen wir mal alles weg. Du bekommst jetzt mal neue Sachen. Also, du bekommst eine Staffel, hast du schon. Brauchst du alles nicht. Du bekommst eine neue Eisenlanze. Lanze. Und das war's schon, oder? Ich würde sagen, ist mir jetzt egal. Wir promoten dich auch einfach. Das ist mir jetzt auch tatsächlich Jacke wie Hose, aber das. Hier, dieses ganze Rumgeeier da. Muss man endlich promoten, muss man promoten. Jetzt sind wir 6 Chapter später und er ist immer noch nicht promoted. Also, ne, komm. Wir machen, ja. Wir auf diesem Channel machen. So. Ja, Isadora kann ihr ganzes Zeug eigentlich auch mal hier weggeben. Irgendwas, wo wir auch sagen, das können wir eigentlich getrost verkaufen. Ja, Nosferatus hat schon geil, aber irgendwie. Nein, wir haben nur keine Ars. Also, hier ist es ja ganz. Also, hier ist es wirklich düster aus. Also, Healing ist halt irgendwie nicht da. Aber dafür. Keine Ahnung. Warum so viel Stahlschwerter? Wobei, so viel. 4 Stück. Aber auch 2 Silberschwerter. Noch Iron Blade. So, warte, du nimmst mal das direkt noch mit zum Verkaufen. Komm hier weg damit. Ein Horslayer würde ich gerne behalten. Irgendwas hier, was noch weg kann? Ja, hier, weg. Naja, ein bisschen hier aufgeräumt wird. Ja, Iron Bow. Ach komm, weg damit, ey. Braucht ja kein Mensch. Oh. Ja, noch Iron Axes. Ja, noch eine Stahlaxt. Boah. Ei, ei, ei. So, wir machen jetzt erstmal Folgendes. Oh. Darauf einen Schluck Wasser, würde ich sagen, aber kann ich gar nicht, weil ich habe gar kein Wasser mit dem Becher. Ja, Idiot. Egal. Passt. So. Ja, das sieht doch. Das ist auch direkt cooler. So. Dann drückt man die direkt noch eine Axt in die Hand, damit du halt eine Axt hast. Und damit wir weniger Inventarplätze hier. Ne? Verbrauchen. Aber, warum auch immer das Stahlschwert, aber weg. Du nimmst jetzt auf jeden Fall erstmal noch ein Iron Sword mit. Ein Healing reicht. So. Also, Pick Units. Wen möchte ich noch haben? Sovereigna möchte ich gerne noch haben.
10 kommt mit. Und dann haben wir noch 12. So, Fiora ist dabei, ja. Das war auch nur so. Ja, Ninian ist dabei, auf jeden Fall. Komm, ich nehme einfach noch Luise mit, weil ich habe Bock auf Luise. Ansonsten. Boah, wenn ich noch mit. Eigentlich ist Hawkeye so meine Go-To-Unit. Ja, komm, machen wir so und so. Haben wir schon wenig Magic, ne? Ah, wobei geht. Und eine Unit haben wir immer noch frei. Wir könnten also trotzdem eher. Komm. Komm mit, dann haben wir noch ein bisschen hier mit dabei. Stealen können wir, glaube ich, eh nichts, wenn ich das mal kurz überprüfe. Ah, doch, 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 doch. Wir brauchen Legol. Okay, ja, damit haben wir das geklärt. 6 Lockpicks, okay. Okay, dann gucken wir uns erst nochmal die Map an. Also, genau. Wir sehen auf dieser Map Schneides, hurra. Und hier oben sind einfach Sages, okay. Und du hast sogar den Speedwing. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut zu wissen. Ja, ja. Theoretisch könnte Fiora sich darum kümmern. Fragezeichen. Du hast eine Javelin. Du wirst definitiv geslowt. Von der Javelin. Und zwar um. Ach du Schande. Um 6 Punkte. Also hast du effektiv. Um 5 Punkte. Also hast du effektiv 10 Speed. Das heißt, du doppelst dich doch, oder? Wie viel Con habt? Ne, ihr werdet natürlich nicht geslowt davon. Das ist jetzt natürlich unlucky. Warte, ich muss noch mal kurz. Ist spät, tut mir leid. Also, wie viel Weight hat das? 11. Und du hast Con 5, also 6. Also hast du effektiv 9 Speed. Ja. Wir machen es mal irgendwie so. Wir machen es mal irgendwie so, weil du bekommst wahrscheinlich keinen Damage von denen, weil. Warum sollst du Damage bekommen? Aber du doppelst sie halt auch, ne? Aber mit Fire wirst du doch niemals one-hitten. So, allgemein, wir könnten noch. Ich meine, das ging nicht. Ich möchte es jetzt aber trotzdem ausprobieren. Deshalb gehe ich jetzt nochmal in die Battle Preps. Und gebe dem guten Pent noch Hamerne. Hamir. Des. So. Damit kann man. Theoretisch Items nochmal reparieren. Keine Ahnung, ob das. Ich bin der Meinung, es funktionierte nicht so, dass das damit eben geht. Möchte mich darauf jetzt aber auch nicht festlegen. Also, ich meine, du kannst ruhig ein Stahlschwert haben. Ne? Das geht, glaube ich. Nimm dir mal ein Stahlschwert und wir haben es ja auf der Kante. Gönn dir mal noch ein Killing Edge. Warum nicht? So. Formation. Also hier ist ziemlich viel Magic dabei. Hier unten noch ein paar Wyverns. Viel, viel Magic. Du warst gefährlich, ne? Oder gefährlicher, weil du Purge hast, ne? Ja. Hit 75. Also Hit 75 finde ich auch schon heftig. Wir stellen ja einfach jemanden rein, der davon nicht so ganz so viel Damage bekommt. AKA pennt. Und dann gucken wir mal, was passiert. Oh. Hier unten. Also drei Kavaliere ist bald. Ach nicht, nehmen nur zwei mit. Weil, ja, okay. Die Frage. Ne, warte mal. Fiora plane ich ja für hier oben. Dann könnten die Kids hier unten vielleicht sogar an Lowen. Ich meine an Sane gehen. Das wäre doch eigentlich ganz sinnvoll, oder? So. So, das heißt, also. Ich möchte Haken auf jeden Fall noch mitnehmen. Ich kann nicht mit Markus ansprechen, ne? War das nicht so gerade? Ja, okay, gut, dann ist nicht so schlimm, dass ich Lauren nicht dabei habe. So, dich darf ich töten. Euch alle darf ich auch töten. Weniger als 2 hieß es, ne? Weniger als 2 Second-Tick-Gegner. Also entweder dich oder dich. Da es auf dich hinausläuft, ist das irrelevant. Du, also dich darf ich nicht töten. Dich darf ich nicht töten. Ansonsten seid es ja alles nur normale Wyverns, meine ich, oder? Das sieht so aus. Ihr habt auch alle schönen Stahllanzen. Das ist ja perfekt. So.
Gut, dann würde ich sagen, Battle Prep's vorbei. Hat jetzt nur... Ach Gott. Also, ich sehe eigentlich schon heute was sterben, aber... Du wolltest mal nicht hochbeschwören. So. Also. Gimmick, nenne ich das jetzt mal. Der Map ist Schnee, was wie Regen funktioniert. Im Sinne von, unser Movement ist irgendwie, keine Ahnung, halbiert. Ungefähr, Pi mal Daumen. Ich meine, es ist halbiert. Potenziell ist es sogar mehr als das. Ihr seht, was ich meine. Also dann, chill dich mal darüber. Du hast nun Valnery dabei. Ja, wird schon irgendwie passen. Also ich meine, bis die da rechts da sind, dauert es auch Ewigkeiten. So, rein aus Interesse. Wie viel Schaden macht ihr? 2. Und du killst die nicht. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das heißt, wir stellen dich da rein. Stopp. Wir gucken mal. 17 Magic. Wie viel Rest hast du denn? 12. Okay, gut. Also wenn ihr 2 macht... Oh Gott. Wie viel Magic habt ihr? 6. Ich muss trotzdem auf den Attack gucken, ne? Ja. Wie viel Attack hast du denn? 27. Ach du Schande. Aber du wirst von Elfire hoffentlich geslaut, oder? Ja, minus 3. Das heißt, du doppelst Erg nicht. Das heißt, wir können hier einmal schön zweimal draufklotzen. Und der Miss sehr gut. Und dann kann sich Fiora hier direkt den ersten... da komme ich nicht mehr raus. Ich dachte gerade, ich kann über die Wand angreifen, aber kann ich ja gar nicht. Ist egal. Es ist spät. Ich bin schon lange wach. Ist okay. So. Oh Gott. Oh Gott. Oh shit. Oh, das ist nicht gut. Der Gähnen ist kein gutes Zeichen für Aufmerksamkeit. So, jetzt möchte ich es trotzdem mal ausprobieren. Staff, Hamieren. Doch, geht. Tatsache. Okay, gut. Das heißt, du kommst nur runter. Dann einmal hier. Wir sind ja nicht im Hector-Mode. Was bedeutet, wir bekommen kein anderes Wolf-Bay mehr. Aber dann können wir es einmal hier benutzen. Alter, also ich zeig's mal kurz mit der Maus. Die Leiste ist halt schon heftig, wie weit die noch nach rechts geht, ne? Krank. Genauso wie hier. Das ist gerade... Oh, ups. Das wollte ich nicht. Ich würde nicht behaupten, dass das nur ein Visual Bug ist. So, und du. Das ist okay. Du kannst gerne auf Lorina gehen. Ich weiß gar nicht, wer der geringste in unserer Deployment Order ist. Welcher rausfinden. Na, du wirst wahrscheinlich eher hier auf Kollege Sane gehen. Und dann machen wir das noch einmal so. Tanze noch einmal. So. Das einzig Gute ist, dass dieser Schnee irgendwann verschwindet. Aber halt auch erst irgendwann. So. Okay, Fiora bekommt auch 0 Damage. Das ist gut. Dann gucken wir dem Massaker jetzt mal so ein bisschen zu. Oder was heißt Massaker? Wirkliches Massaker ist es ja nicht. So. Macht 12 Damage, das ist schon mal nicht schlecht. Gucken wir uns das doch mal an. Okay. Nicht kritten, Erg. Nicht kritten. Du kannst gerne immer kritten, außer jetzt. Nicht, wenn ich Fiora trainieren möchte. Haben wir ein Erg-Level up? Okay. Und wir bekommen was? Nice. Die ersten 2 Level-Ups waren mal wieder... Oh, ach du Schande. Ah, ein bisschen mehr Damage gemacht. Und du gehst... Natürlich. Hey, erster Game Over. Ach nee, das ist gar kein Game Over. Nice. Cool. Sehr schön.
Also. Und ich werde vom ersten Purge instant getroffen. Ich fress ein Besen. Ich habe auch nicht drauf geachtet, um fair zu sein, aber... Oh Gott. Oh Gott. Ist okay. Ist okay. Warte mal, krepiert mein Vio... Ach nee, Fiora wird mir schon nicht krepieren. Hoffe ich. Natürlich. Och man. Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Ah, oh, scheiße. Ja gut, dann halt ohne Dancer. Na, ah, erstmal gucken. Ich muss das ja ausdauern. Ja komm hier. Bringt ja nichts. Hier alles schön außer Range stellen, außer das mit High Res oder hohem Glückswert. So, du kannst auch von mir aus da hinkommen. Und dann, ja, komm, ziehen wir dich noch nach oben, damit du auch hier hin kannst, gleich. Oh, ich habe jetzt natürlich nicht darauf geachtet, wie viel Schaden der Fiora macht. Ich hoffe einfach mal jetzt nicht ganz so viel. Wissen kann ich es natürlich nicht, aber ich denke mal, das sollte sich also im Rahmen bewegen von, es macht nicht allzu viel Damage. Damage. Oh, come on, ernsthaft. Das kann doch nicht gerade deren Ernst sein. Oh, Mann. Ach, was ist das denn? Ich spiel gerade. Oh, nur weil ich. Ach, ey, das kann doch nicht. Oh, ist mir gerade. Oh, nee, Alter. Das darf doch nicht wahr sein. So. Du solltest die hoffentlich bieten können. Was machen wir hier? Wie viel Schaden machst du? Du bekommst 15, machst 2. Ja, von mir aus. Gott, nee, ja. Ich fress einen Besen, wirklich. Dieses Kack-Chapter! Boah, habe ich gerade einen Hals. Nach 10 Stunden Arbeitstag und dann passiert sowas. Ja, ich werde es den anderen diesmal nicht sagen, was passiert ist. Das letzte Mal ist es mir rausgerutscht. Diesmal will ich deren Reaktion haben. Bevor mir irgendwas Dummes wieder passiert, aber ey. Komm, Grit. Oh, Mist. Let's go. Ja, ich meine, Fiora Level Up. Alter, was ist denn das? Was hat das denn für eine Hitrate? Holy shit. Das kann doch gar nicht so viel sein. Komm, weg. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Das ist jetzt mega riskant, was ich hier mache, weil... Es ist halt... Ah! Ach. Egal, egal, egal. Das ist ja gar nicht so schlimm, das Chapter. Geht echt. Oh Gott, Alter. Was ist das eigentlich für eine krasse Armee? Ich habe ganz vergessen, dass das in einem Chapter so heftig ist. Ja. Dankeschön. Nach dreimaligen Miss. Nicht Miss. Oh man, bin ich gerade auf 180, wenn man es nicht merkt. An der Stelle, ja, komm hier, zack. Ihr beiden stelle ich einfach dahin und ihr farmt diese Kills ab. Das ist mir eigentlich ziemlich Latte. So. Oh. Zack, dann hier. Komm, Erg, hier runter mit dir. Dann heim will ich einmal hoch. So. Wen wollen wir denn dann noch Level geben? Ja, Florina, oder? Jetzt nötig.
was machen wir hier unten? Wie viel Schaden bekommst du von den 13? Ist ja kein Thema. Yo, Pent, komm mal runter, bitte. Wir müssen mal eben Plätze tauschen. Du rüstest das aus und... Ach komm, ah ne, Discarden tust du es noch nicht. So, weil du hast kein Resistance-Kram, Zeug, wie auch immer das jetzt heißt. Ja, doch, Resistance. Jetzt gucken wir uns an, wie die da alle Markus und Hector rein suiciden. Ach, oder auch nicht, weil die natürlich mit einem Leben überleben. Oh, okay, dann suiciden die halt alle in Hector von mir aus. Eieieiei, ja, 180 um 23.51 Uhr. Wahrscheinlich hat Purge nicht mal so eine niedrige Hitrate, wie ich gerade annehme. Aber, ja. Oh, ja. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass das so viele Units waren. Finde ich schon heftig. Aber ist okay. Wir müssen so bis Turn 10 aushalten, bis dann Haken kommt. Ich meine, wir werden getröstet. Hey! Oh Gott. Oh Junge. Das wird unschön, wobei es geht, glaube ich, oder? Ja, oh. Okay. Dich können wir auf jeden Fall rausnehmen. Rein aus Interesse. 2x13. Und du bekommst 17. Okay, also das wäre jetzt nicht der Untergang. Du kommst da nur indirekt hin, aber ist nicht so dramatisch. Ich wusste auch gar nicht, dass da was spawnt. Wie sieht's denn aus? Ja, komm, Pent, ne? Du machst es eben. Wozu haben wir denn dich sonst dabei? Hat ja eigentlich irgendjemand noch irgendwie was richtig fies, sowas wie Sleepstaff oder irgendwie sowas? Flux, ja, nein, sieht clean aus. Okay, gut. So, kannst du hier, Florina. Kannst du dir da einen snacken? Natürlich nicht. Aber du kannst theoretisch. Wir machen es erstmal so. Oh, guck mal. Markus und Hector haben sogar einen Support. So, dann Luis. Nee. Nimm mal. Dann machen wir es folgendes. Los, Luis, machen wir hier Longbow. Tschüss. Dann kannst du auch. Ach nee, du hast Support. Ach, ihr beide habt einen Support. Ja, komm, dann geiz mal nicht, oder? So. Dann hau du den mal bitte weg. So. Wie sieht's denn aus? Du hast eine Stahllanze, das heißt, du kannst ihn nur einmal angreifen. Du hast 23 Attack. Das heißt 23, 17. Wie viel Death hast du? Das ist okay. Ziehen wir dich damit hin. Wartest einfach kurz hier, oder? Du nimmst mal die Iron Lance in die Hand und du kreist einfach mal hier den an. Weil, warum nicht? Yay, Weapon Level Increased. Hast du jetzt S-Rang? Yay, jetzt kannst du Silver Lances benutzen. Ja, überleben wir natürlich, weil Sarah ein Monster ist. Warum tötest du den? Das habe ich gerade nicht verstanden. Oder hatte der einfach nur weniger HP und ich habe es nicht gesehen? Ja, potenziell ist das möglich. Yo, Alter. Okay. Einfach mit einer Iron Lance zwei miteinander crit. WTF, was geht gerade ab? Komm, nächster Crit hinterher. Okay. Hätte mich auch schon gewundert. Oh. Okay, suicided ruhig auch noch Markus mit rein. Wobei, suiciden kann man jetzt natürlich ein bisschen in Anführungsstriche stellen. Aber ist okay. So. Das wird auch nicht allzu viel machen, weil. Ach, Pent ist halt Pent in seinen Stats sind halt crazy. Und das wird jetzt ein reines Massaker werden hier. Und wir haben einen Donner bekommen. Der geht natürlich sofort ans Inventar. Naja, an Merlinus. Ja, ist okay.
Ah, man muss, ich wusste gar nicht, dass man nochmal bestätigen muss. Gut zu wissen. Ich weiß auch nicht, was ich gerade sagen soll, außer hey, Pent, mach das mal eben hier rechts, bitte. Hey, Weapon. Ich komme mir noch nicht drauf klar, dass wir zweimal hintereinander vom Purge getroffen worden sind. Auf eine doch recht dodgy Unit. Ninjen, das war mein Fehler, bin ich ehrlich. Ich meine, warum muss ich... okay, noch mehr. Ja, okay. Warum muss ich der Einzige sein, der Units verliert? Das finde ich irgendwie nicht ganz so cool. Aber hey, irgendeiner muss ja diese Börde auf sich nehmen. Ist okay, dann mache ich das, damit habe ich kein Problem. So. Ich meine, ich könnte Ellie wird bestimmt auch noch einen Kill geben, hier so, hier, komm, kriegst du doch. Guck mal hier, zack. Und schon haben wir noch ein Eliwood Level Up. Nice, sehr gut. Danke für deine Unterstützung. So. Hier oben spawnt irgendwann gleich Haken. Hoffe ich zumindest. Oh, zack. Du wurdest tatsächlich getroffen. Hast du... Natürlich nicht. Hat irgendjemand hier noch eine Valnery dabei? Ja, du... Dann stütze ich mal dahin. Shit. Ja, komm, hier, mach Physics. Dingens gibt's ja gerade nicht mehr, also. Ja, ich hab's vergessen, wie es heißt. Und du wartest einfach hier. Hey, noch mehr Units, die einfach in uns suiciden. Let's go. Ach man, mich triggert das so hart, dass ich den Aethers Drop einfach so weggeworfen habe. Indirekt. Aber hey. So ist das eben. Manchmal möchte Fire Emblem auch einfach nicht, dass man Spaß an diesem Spiel hat. Das ist dann halt eben so, ne? Oh. Und da kommt jetzt auch noch ein Dieb. Weißt du was? Nee. Kann sich direkt verzischen da. Aber sofort. Wann machst du nicht einen Sleep? Okay, nein, das. Oh Gott, jetzt hat der auch noch einen Eclipse. Oh ja. Okay, aber Eclipse ist nicht ganz so dramatisch. Aber der Dieb, der kann sich direkt mal woanders hin verziehen. Das ist mir egal. Oh, hier. Nimm dir den mit. So. Spawnt hier unten noch was? Ach, und selbst wenn. Das machen wir doch eh nur noch alle aus Spaß hier. Oh, hier, Hector. Komm, ach nee, komm hier, Luise, was soll der Geiz? Komm hier, Bravebow. Ja, komm, baller den weg. Absolut verschwendetes Item, scheiß drauf. Und komm, Hector, dann zeig mal, was du kannst. Weg. Oh, legal. Hier bist du safe. Ja, du hast immer noch kommen. Hier. Merch. Nimm dir mal eins von unseren. Komm, nimm dir das. Benutze es und gut ist. Oh, wer ist jetzt noch offen? Du. An dich kommt aus Gründen keiner möchte an dich reinkommen. Tut mir leid, Pent, heute ist keine Rose für dich im. Ich guck keinen. Germany's Next Topmodel. Ah, nee. Das ist Bachelor. Sorry, mein Fehler. Oder? Doch, Rose ist doch hier Germany's Next Topmodel. War doch so, oder? Nee, ich meine. Hier. Na. Ich hab schon wieder vergessen, wie es heißt. Bachelor, oder doch Bachelor, das müsste Bachelor sein. So, also, dann walte deines Amtes, Sektor. Du auch, komm hier, ja hier, Silberbogen, weg. Und der Crit hinterher, alles, komm. Ja, wir nehmen das doch hier alle eh nicht mehr ernst. Oh. Zack, komm, knall, ja, weg. Einfach weg dann mit dem, tschüss. Oh, hier, komm, direkt weg. Kannst direkt woanders hingehen, Dieb. Oh, 4 XP. Guck dir dieses Markus-Level ab an dafür. Ach, Mann. Also gerade ist echt nicht so geil. Mit den ganzen Level-Ups, die nicht wirklich existieren. Aber hey, gut. Es ist, wie es ist, I guess.
Komm, und jetzt aber ein gutes Sarah-Level-Up dafür. Ich glaube, das Spiel und ich haben andere Definitionen von gut. Oh Mann, ey, mich triggert das immer noch so hart. Nein! Nein! Oh, immerhin Speed. Nein, jetzt kriegen wir Carol. Also nicht, dass ich was gegen Carol hätte, aber ich hätte gerne Haken gehabt. Mit wem muss man dich denn ansprechen? Hauptlord oder Lynn? Moin. Och nein, das ist gerade nicht passiert, oder? Nicht in der letzten Runde. Weiß ich, was ich dazu gerade noch sagen soll. Bin mega gefrustet. Vielleicht hat man es mitbekommen. Wollte ich nicht mit Erki. Ach, ja. Oh nein. Oh, Carol, please don't do this. Oh nein, Carol, bitte, 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 bitte. Tu das nicht. Okay, naja. Ich glaube, was viel anderes kann ich gerade eh nicht machen, von daher. Sorry, da bin ich auf den Speed-Knopf gekommen. Ja. Ah, ist Fire Emblem nicht ein tolles Spiel? Wir alle lieben es. Warte, vielleicht sollte ich... Komm, Luise, geh noch damit hin. So, komm her. Du bist da. Komm, Pent. Zack. Ach Mann. Dieses Spiel ist manchmal so unnachgiebig. Nicht, dass ich mich beschweren möchte, es lief bis jetzt, bis zu diesem Chapter sehr gut. Dieses Chapter ist nicht ohne Grund mein Hass-Chapter, nicht, dass es so krass ist, aber jetzt hat er auch noch Purge, ey, komm. Ja, ich habe das auch gerade eben noch gelesen. Kann irgendjemand Hector nehmen? Oh nein. Nein, oh. Ach, komm, ich nehme mich doch selber gerade nicht mehr ernst, oder? Was ist das schon? So, hier. Bitte, bitte, lass mich... Stirbt mir jetzt ernsthaft noch Hector? Oh, er geht nicht auf Hector. Oh, Gott sei Dank. So, was ich gerade eben anmerken wollte. Ach, Mann, ich passe einmal nicht auf und mir sterben direkt zwei Units. Ach, wegen fucking Purge. Ach, Mann. Einmal nicht aufgepasst. Einmal. Direkt die Quittung dafür bekommen. Direkt die Quittung dafür bekommen. Yay.
Ein Guiding Ring, hurra. Komm, Erk. Grinde noch, keine Ahnung, für irgendwas. Alter, bin ich gerade durch mit dem Chapter. Bin ich gerade durch mit dem, ne? Das ist unglaublich. Oh Gott, wenn das jetzt, da habe ich gerade auch überhaupt nicht dran gedacht. Das hätte jetzt auch noch passieren können. Yo, Carol, hast du Bock, mein Team zu joinen? So, wer braucht schon Haken? Wer braucht schon Helden? Habe ich recht, wenn wir... Ich meine, seine Stats sind auch ziemlich krank. Not gonna lie. Und wir brauchen noch einen guten Sword-User, so neben... Ja, so, jetzt würde ich kurz was gucken. Du hast Hit 110, wie viel Avoid hast du? Du hast 42 Avoid, wie viel Avoid hast du? 36. Ich schätze mal, dass Fiora auch ungefähr um die 30 war. Och Mann, man wird ja auch getroffen. Es gibt es nicht. Ach, na gut, ich hätte drauf achten können, habe ich nicht getan. Ja, hier, komm. Wie viel Purchase hast du denn noch? Zwei, ja. Hey. Oh. Oh mein Gott! Ach du Schande. Hey, kein Schnee mehr. Hurra. Spawnt überhaupt noch was? Ich glaube nicht. Alter Falter. Holy shit. Nimm den einfach mal. Ja doch. Nimm den einfach mal kurz. Mir fällt gerade ein, Elimut muss eh den Thron einnehmen. Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Hey, perfekt für Users. Ja, man kriegt halt Florina noch ein paar XP. Und er trifft natürlich auch. Ich meine, es wird nicht viel ändern, weil er stirbt halt jetzt. Und jetzt hat er keinen Purge mehr. Oh, ich habe natürlich keine Killer Lens mitgenommen. Sonst hätte ich jetzt irgendwie in Crit versucht zu rücken. Ach, guck mal, wir haben auch sogar noch Support. Warum nicht? Komm! Ja, hier. Was ist das so für ein Kranken? What the fuck? Was soll das denn? Ei, ey. Ja, komm, Luise. Komm mit. Oh. Jetzt kannst du ihn auch wieder ausspucken. Oh, komm hier, Erk. Wir können ja ein bisschen Staff Grinding machen, oder? Nicht, dass wir es bräuchten, weil, keine Ahnung, wir haben jetzt Pent, aber warum eigentlich nicht zwei Magic User haben, ne? Oh. Eigentlich möchte ich den Kill dann doch schon ganz gerne an Sane geben. Ah, kriegen wir auch irgendwie hin. Ah, zack, Chest. Hey, Talisman. Hey, guck mal, ein bisschen mehr Resistance. Ich hasse Ironie. Des Schicksals. Hier, zack. Komm, Erk, heil Florina mal. Hast du Supports mit irgendjemandem? Ich meine, du, nein, okay. So. Luise kommt noch mit, Eliwood läuft auch durch. Ja, passt das schon irgendwie. Ja, er kann so ein bisschen bei The Gold grinden. So. Zack. Hey, Schnee. Gut, dass wir indoors sind. So, wie viel Schaden machst du? 2x17, 28, 9% Crit. 2x16. Recht geringe Chance, was sagst du? 2x14, was sagt der Brave Bow? Ich meine, der. Doch, der Brave Bow. Okay, auch nicht gerade so bezürzend. 20. 2x13. Hast du noch einen Vulnery? Hast du eins? Nein. Hast du eins?
Ich glaube, doch. Hier, gönn dir. Einfach falls du jetzt gekrittet werden solltest, deswegen ist es ja nicht umsonst war. So, hier, Item. Iron Lance Equip. Benutzt das. Oh. Gucken wir mal, was passiert. Hey! Hey, er müsst. So. Los, Zane, wie wär's? 2x16. Einen von beiden wirst du schon treffen. Ja, sehr gut. Ja, du hast verloren. Level up für Zane. Und was ist es? Das Level up war ziemlich gut. Aber es gibt auch bessere, aber nicht schlecht. Sind noch, ja, hier, keine Ahnung, wie viel XP sind das? 2. So, haben wir erfolgreich Cradle of Darkness geschafft. Viel Spaß nächste Woche bei Galva. Ciao.